Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Eldorado 2 mit dem Lighty, that's me, und dem sagenhaften Lupus LP. Buenos dias, meine Lieben. Ja, was für eine Einleitung, wieder einmal. Aber ich habe nicht gesungen, ich habe es mir verkniffen, weil der Sound ist ja schon so, wie sagt man, catchy. Catchy. Das mag der Light ihr Catcher. Ihr Catchy, nicht Light Catchy. So. Okay. Ja, wir sind wieder guter Laune. Es ist heute ein neuer Tag. Lupus ist wieder bei mir zu Besuch. Ja. Und rund eine Woche her, dass wir die letzten Aufnahmen gemacht haben. Das ist korrekt. Oh. Ich muss mich wieder in die Dialekte reinbringen hier. Ich bin ja auch gar nicht der Typ hier. Ich bin dieser Typ hier. Das bin ich hier. Hallöchen. Und der Nando, mach er den Herrn Nando aus. Herr Nando. Sehr gut, der Herr Nando. Wann ist es Spiel von der großartige Spiel einfach. So, und richtig. Ja. Zumindest simulieren wir heute auch die spanische Sonne. Es ist heiß. Ich wohne in einem Dachzimmer und damit wir hier geräuschfrei aufnehmen können, ist meine Zimmertür zu, mein Fenster ist zu. Ja. Dachwohnung, draußen Temperaturen von 35 Grad. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Spanien. Wir leiden für euch. Viva la Spanien. So, okay. Gut, kleine Anekdote. Im letzten Mal haben wir doch verzweifelt diesen Schlüssel gesucht. Ja. Soll ich euch was sagen? Lupus hat es mir erzählt. Wir haben den schon. Hier, genau. Dinge. Da, grau. Da ist der Schlüssel. Öffnet ein ganz bestimmtes Schloss. Genau. Und ja, das Schloss. Du darfst mir sagen, wo das ist. Ja, richtig. Also, wir haben ja die ganze Zeit, geh mal runter, bitte. Runter. Versucht, dieses Schloss da zu öffnen, bei der Truhe, die da oben ist. Ja. Das geht aber nicht. Gut. Denn wir müssen in ein paar Skrine zurück. Weil wir haben eine Truhe vergessen. Und mein Fehler beim letzten Mal, ich habe ja so ewig nach dem Schlüssel gesucht. Irgendwie das Gefühl, die Tastatur reagiert verzögert oder so. Das ist ja bei diesem, das ist bei diesem Spiel sehr schlimm. Das ist so, ne? Ja, ich, ja. Das gerade fällt mir wieder besonders auf. Okay. Aber gut. Zumindest funktioniert sie. Ja, ja, klar. Es ist einfach nur, so. Das ist nicht so. Und jetzt läufst so du nach rechts. Nee, nach andere rechts, das links ist. Sorry. Badumts. Und jetzt, ich glaube, noch ein Screen weiter. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jetzt weiter nach links und zwar genau auf dieser Höhe bleiben. Links und, auf dieser Höhe. Richtig. Und jetzt, ja, jetzt gehst du schwimmen. Da oben. Alles klar. Nein, da oben, genau. Ja, ja. Okay, Entschuldigung. Das musst du sein. Nee, du musst da wohl. Du kannst nur im tiefen Wasser schwimmen, lieber Lightcatcher. Eine Woche vorbei und schon weiß er nicht. Ja, das ist. Und nun? Einfach runter, oder was? Bist du im falschen Tümpel? Sorry. Wir müssen wieder ein Screen. Ja. Zurück. Im Screen zurück und dann noch einmal swimmen gehen. Lala, ja, ich bin voll im Bilde. Aber wir kommen weiter, das verspreche ich euch. Dieses Tümpelchen hier? Ja, bitte. Und jetzt. Da ist auch eine Truhe. Richtig. Und da kannst du schwimmen. Und jetzt kannst du. Die ganze Ja, das musst du mit deiner schönen Stimme. Achso, die habe ich gerade. Die ist in der Woche her, Mensch. Ja. Die ganze große Truhe enthält nur einen einzigen kleinen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gebraucht, um einen Schlüssel zu bekommen. That's real Troll, würde ich sagen. Ja. Ja, vor allem Troll. Troll. Ja. Aber was für einer. Okay, und jetzt eröffnen wir endlich die Kiste, die wir beim letzten Mal so, oder ich vor allem, verzweifelt versucht habe zu öffnen. Schön. Und ich muss mich nicht wieder mit diesen billigen Witzen retten. Über die Brücke müssten wir. Wir müssen über die Brücke und noch einen Screen weiter. Weißt du, was wir nicht gemacht haben? Wir haben nicht auf die Uhr geguckt. Ach, das kann ich jetzt ja machen. Okay, ich weiß jetzt, wie spät das jetzt ist. Schön. Wie lange nehmen wir schon auf? Vorher halt. Vorher, ja, genau. Naja, wir machen eine Ja! Die Truhe enthält eine Heilung. Die Truhe enthält eine Schaufel! Ah, ich dachte schon, eine unserer Heilung hätte jetzt ja, das hätte sich ja gelohnt. Ja, so, und jetzt weißt du genau, was zu tun ist. Oh, ich. Weiß ich das? Natürlich. Okay, ist eine Woche her. Es ist eine Woche her, ich hab die Parts nicht mehr angeguckt. Alter. Du gehst jetzt hier runter und dann gehst du nach rechts. Nein, nicht so weit runter, du musst schon am Tümpel vorbei. Ja. Oh, du bist ein Pro, ich seh's schon. Und jetzt. Ah! Genau. Was das rechte Bein? Rechte untere Bein. Ja, dann würde ich sagen, ich grabe hier. Das
Das scheint das X-Bein zu sein, von dem die Flaschenpost sprach. Und nun? Die lockere Erde enthält einen Zettel, den du schön ordentlich zur Flaschenpost dazugibst. So, und jetzt, der Biete, einmal die Dinge öffnen. Die was, Dinge? Die Dinge, oder du kämpfst erst gegen den. Nein, ich wollte nichts gegen Wolf. Zu spät. Scheiße, direkt. Entweder kämpfst du wie ein Mann oder wie eine Person. Ich werde versuchen zu kämpfen wie ein Mann, wenn ich... Oh Gott, wir haben nur noch ein Leben. Oh, das ist... Nein, was habe ich gemacht? Ich wollte Enter drücken. Okay. Puh. Tränke. Ich nehme mir einen Trank. Nimm dir einer, ja. Nimm einer, ja. Oben. Ja, ich habe gesehen. Oh, sehr gut. Ich kann es zwar nicht gut heißen, dass du diesen Wolf tötest, aber sehr gut gekämpft. Oh, eine Parade. Sehr gut, Wölfchen. Ich bin natürlich auf deiner Seite. Gute Parade. Du mich auch. Flatsch. Wasser, der Feind sinkt in den Staub. Don Hernando erhält 60 EP. Der Gegner hinterlässt ein Wolfsfell. Worin das bloß liegen kann. Ja, so viele Wolfsfälle schon irgendwie. Ja, aber wir haben ja schon wieder welche verkauft. So, und jetzt gehst du Escape. Und jetzt die Dinge. Und jetzt die Flaschenpost. Den hattest du beim letzten Mal gelesen. Das war der Pirat, ne? Der Pirat. Arr. Oh Gott. Das ist aber auch kein Norddeutsch da. Das ist irgendwas anderes. Donnerschlag. Du hast da X finden tun, mein Jung. Aber entdeck du okay den nächsten Hinweis? Pass up, hier kommt da. Das ist. Ist das Kölsch? Ich weiß es nicht. Also ich. Kölsch kann ich ja gar nicht, aber das sieht mir aus wie Kölsch. Das sagst Pass du, up, hier kommt das. Weißt du, das sagst du nur, weil du Kölsch nicht kannst, ne? Das ist genau wie das kommt mit Spanisch. Über das Nasse kommt der. Das ist, wenn das hier kein Kölsch ist, ich weiß auch nicht. Flanken gefügt über das Nasse. Wo es linke Hand halt gift, du hasse. Also, Leute, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, aber. Ich hätte jetzt gesagt, das ist Kölsch. Ja, korrigiert ihn bitte schön in den Kommentaren. Ja. Denn das ist nicht Kölsch. Was so. Ist es denn? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas anderes. Okay, jetzt musst du... Hast du das Rätsel verstanden? Nee. Ich war so mit dem Dialekt beschäftigt. Hatten wir doch schon. Scheiße. Okay, was hat er gesagt? Er hat gesagt, da wo die Planken über das Nasse gehen, da wo man sich festhält, linke Hand. Oder irgendwie sowas. Klingt wie ein Steg über Wasser, eine Brücke oder sowas. Ja. Gut. Vielleicht die Brücke, bei der wir schon waren? Oh, super. Ladi, Lidi, war das hier? Wir müssen zurück, ne? Ja. Genau. Dann guck ich mir das doch mal an. Ich finde das so super, wie du einfach nicht so den direkten Weg gehst, sondern immer wieder im Kreis läufst und so. So, hier ist eine Brücke. Ja, und jetzt die linke Hand. Also, das wäre hier. Richtig. Und dann beim Pfosten. Ich helfe dir, glaube ich, zu viel. Hossa! Hossa, hier. Im Brückenpfosten steckt ein Zettel. Den ich mir vielleicht mal angucke. Dinge. Nicht. Doch. Flaschenpost. Ah, schon wieder. Okay. Schon wieder. Bei einem Riffen, du Sprotte, hefst das Zeug zum Schatzsucher. Na gut, der letzte Hinweis, aber Achtung, der ist nix für Trandödels. Okay, das klingt schon wieder sehr norddeutsch jetzt. Ja. Okay. Ein Baum, hoch wie ein Mast, dahinter drauf zu, spreng mittig drin rin in den steinernen Schuh. Okay, scheiße, du könntest recht haben. Ja, das liegt daran, dass ich Ostfriese bin. Ja, ich nicht. Ich kann den norddeutschen Dialekt ja schon nachmachen, wenn es sein muss, aber wenn ich den jetzt hier lesen tue, dann tut mich das verwirren und dann denke ich erstmal, das wäre Kölsch, ey, so eine Scheiße. Zumindest habe ich dich nochmal umstimmen können. Aber ja, wir sind ja eigentlich schön, nee. In Spanien. España, so, genug Norddeutsch. Ja, nee, okay. Genug Norddeutsch. Ja. Und jetzt hast du das Rätsel verstanden. Verstanden und ich. Ich bin heute nicht in Form, glaube ich. So eine Scheiße. Und das, wo wir die richtige spanische Temperatur haben. Kann man das nicht normal lesen, bitte? Ja, komm mal. Oh, das ist gut. Dann kann ich jetzt mal drauf achten tun. Ein Baum hoch wie ein Mast. Dahinter drauf zu spreng dich mittendrin in den steinernen zu. Also ich muss zu einem ganz großen Baum. Und dann muss ich irgendwas mit den Bomben machen, würde ich sagen. Du bist ein Fuchs. Ja, ne? Ja, du bist ein Wolf. Das so. Ist doch ein Dreamteam. Ein Baum hoch wie ein Mast. Da war mal so ein ganz großer Baum. Ich glaube, wieder in die Richtung. Nee. Ich sag das auch nur, weil ich im letzten Part so lange gebraucht habe. Deswegen. Ja, dann könntest du mich ja direkt ein bisschen dahin lotsen. Bisschen weitergeht. Also bin einfach nur diesen Weg folgen. Gut. Welcher Baum ist hier groß? Ja, dieser Baum ist zum Beispiel sehr groß. Ja, und jetzt laufe nach oben hinter den Baum und schaue dir den Schuh an.
den Schuh. Ich sehe keinen. Dann nimm mir die auf, wenn es richtig ist. Ach doch, okay, warte mal. Diese Felsenformation könnte sowas sein wie so ein High Heel oder sowas. Richtig. Mit so einer Plateausohle. Ja. Ein bisschen übertrieben jetzt vielleicht, aber im Prinzip. Genau. Und jetzt die offensichtlichste Stelle. Hier eine Bombe legen. Richtig. Okay. Dann werden wir das tun. Bombe. Ja, ich glaube, du musst es so anklicken. Ich weiß es aber nicht genau. Kann auch sein. Okay, es ist falsch. Ist sie nicht funktionierend, wie du siehst? Ja, das sehe ich. Ich auch, höre auch. Enter geht nicht. Nie. Okay, dann müssen wir woanders hin. Aber hier ist schon mal richtig. Also das ist der Schuh, ja? Ich weiß nicht, lauf mal nach links und das andere rechts. Mit links oder so? Ich mag es nicht, dass den Rätsel den Dialekten haben, aber du hast es definitiv nicht mit links. Das Problem ist, was ich habe, ja, ich habe meine Uhr jetzt abgenommen. Spring ich da mal rein. Wo? Hier. Warte mal, ich zeig's immer da. Da. Okay, das geht auch nicht. Mixe, wie die funktioniere. Ich könnte natürlich auch nochmal hier mit dem lieben Herrn Nando da. Na. Nada. Ist es auch nicht so, dass nur er die Bomben legen könnte, ne? Das können beide. Das können beide, ja. Denke ja, ich schon. Kannst du einfach mal probieren. Ja, nee, geht nicht. Das ist echt merkwürdig. Da sind wir schon wieder. Haben wir vielleicht keine Bomben mehr? Doch, wir haben Bomben. Wir haben noch eine. Genau, die brauchen wir. Und die brauchen wir auch genau hier oben. Ich bin mir fast sicher. Jetzt im Moment bin ich mir nicht mehr so sicher. Tja, nun. Stell dich da nochmal hin und benutze mal die... Oder guck mal hier, ob da irgendwo noch ein großer Baum ist. Okay. Oder klick mal den Baum an. Okay. Ich glaube, das musst du machen, um was zu triggern. Und zwar mit Herr Hernando, bitte. Guck, Pedro, ein Mastbaum. So, und jetzt versuche noch einmal. da oben. Und jetzt mal in die Dinge und dann direkt davor Dinge, Bombe und klick einfach mal drauf. Ne. Ich habe eine Idee. Sprechen. Ich habe eine Idee. Probiere mal direkt am Schuh, also hier, irgendwo die Bombe zu legen. Ja, das sieht auch so aus wie diese Stelle hier eigentlich. Aber ja, und die daneben. Okay. Ich bin eine Genie. Ja, dann bist du. Aber es ist schon so ein bisschen Trial and Error auch, ne? Also ja, ganz offensichtlich, jetzt kommt Trial and Error. Jetzt kommt Trial and Error. So, und jetzt noch mal eine kurze Einführung meinerseits für alle, die Real Troll und seine Eldorado-Reihe nicht kennen. Zum Beispiel der Lightcatcher neben mir. Wir haben da oben das Schwert, das müssen wir kriegen, um den blauen Banditen zu töten. Und jetzt siehst du hier eine Rätselraum, wie es in Eldorado 1 nur Rätselräume gab. Das ganze Spiel bestand nur aus Räumen, die so gestaltet waren wie dieser Raum. Okay. Eldorado 2 hat die jetzt quasi so mit eingebaut, aber hat noch dazwischen diese anderen Laufpassagen und Kampfpassagen. Finde ich schön. Und jetzt kommt aber eben einer und dein erster Rätselraum, einer dieser berüchtigten Rätselräume, die funktionieren nur mit Try and Error. Aber ich kann dir sagen, die Todesanimationen schmeißen dich weg. Die sind so genial. Du musst es einfach mal ausprobieren. Das heißt, ich speichere jetzt besser mal. Nee. Du wirst jedes Mal, du kannst hier nicht speichern, das wird jedes Mal resettet und du wirst immer wieder an Anfang der... Das siehst du jetzt gleich. Jetzt bist du tot und jetzt geht's wieder direkt von vorne aus. Alles klar. Und jetzt ist Try and Error angesagt. Und es muss letzten Endes alles in der richtigen Reihenfolge benutzt werden. Richtig. So wie bei den Kampfrätseln auch. Genau, und es kann unglaublich frustrieren. Unglaublich frustrierend. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wir haben hier einen U. Mal gucken, ob ich den, wie ich den sprechen kann. Okay, er redet nicht. Aber er macht uns platt. Schön. Nice. Was ist das da? Das sind Stacheln. Ah, okay. Stacheln, die rauskommen. Aber rüberlaufen kann ich. Kannst du nicht. Kann ich nicht gefahrlos. Okay. Der Clown des Todes. Darauf habe ich übrigens gewartet. Ja, Clowns sind nicht so schön. Kleine. Hast du eine Schere, die dich nicht tötet? Merke dir, Schere ist Schritt 1. Mit einer Schere könnte ich zum Beispiel die Blumen da abschneiden. Nicht. Wenn er die Biene nicht da rauskommt. Na gut. Ach, irgendwie macht das ja schon Spaß. Ne? Es macht auch Spaß. So. Vor allem ein ganzes Spiel, ein Rätsel darum an den anderen gereiht. Ja. Jetzt nichts gegen Real Throw. Und das war erfolgreich. Das war super. Okay. Das hat Spaß gemacht. Ja, okay, gut. Schön. Okay, da stechen wir die Eule ab. Okay. Ich würde mal den Hebel probieren. Mit der Schere.
Nein, das würde ich auch umbringen, aber ich möchte einfach nur, dass uns das nicht verloren geht. Hübsch. Okay. Hübsch. Du hast eine Serre. Ist das eigentlich auch ein Stein, mit dem man was machen kann? Ja. Haha, okay. Schere, Stein. Papier. Wollte ich auch gerade sagen. Nehmen wir den Karton. Geht aber nicht. Doch. Doch. Du hast den Clown erschlagen. Schere, Stein, Papier. Nice. Nice. Netter Zug. Netter Zug. Ja, jetzt, Jetzt nimmst du den Pappkarton. Ach, Digga. Natürlich. Und dann noch einmal. Erinnert gerade an einen Minecraft-Creeper, wenn es jetzt grün wäre. Nochmal was mitmachen. Okay, wow. Was kannst du mit einem Schreckgespenst machen? Die Eule erschrecken. Langsam denkst du, wie ein richtiger Rätselmeister. Die könnte man jetzt nutzen, um da hochzuklettern. Und jetzt bitte auf die Stacheln passen. Aufpassen. Ja. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Anandu erhält eine Waffe, das Rapier. Yay. Ich bin stolz auf dich. Du hast es sehr viel schneller geschafft als ich beim ersten Mal. Cool. Ich mag das. Hat mir gefallen. Das ist geil. Das ist auch herrlich. Ich mag den Humor. Doch, ich mag den Humor. Das heißt, wir haben ja auch ganz, ganz viele... Was flackert da eigentlich so? Ganz, ganz viele Sachen, die einfach nur nichts bringen. Ja. Cool. Cool. Hast du. Ja, so, okay, raus geht's hier. Raus geht's. Oh, jetzt wird gekämpft. Mit deinem neuen Rapier würde ich mal kämpfen. Das muss ich noch aushusten? Nee, das hast du schon. Das habe ich jetzt. Ja, dann muss ich es natürlich auch benutzen und... Fighting like a man. Ja, du Pirat, du wirst jetzt sterben, denn ich pieche mein Parier in den Wams der Rapier. Mit dem Knüppel habe ich schon die ganze anderen klein gekriegt, wart's nur ab. Scheiße, du warst gerade beim Piraten, von daher, das war... Ja. Es hat gerade gepasst. Hossa, der Feind sinkt in den Staub. Donnanando erhält 100 EP. Donnanando, Stufe 2 erreicht. Fuck yes! Der Gegner hinterlässt ein rotes Kopftuch. Der Gegner hinterlässt 10 Goldmünzen. Der Gegner hinterlässt eine blutige Pfütze auf dem Boden. Nice! Okay, geht wieder. So. Wollen wir den blauen Menschen noch töten? Ja. Wollen wir. Die Rache dafür, dass ich dich einmal voll ins Messer hab laufen lassen? Ja. Scheinbar kann man doch aufsteigen. Coole Sache. Dann da, Hallöchen, du Olivenmensch, du. Du hast übrigens. Er heißt bestimmt Oliver. Du hast übrigens den Wolf da am Leben gelassen. War das Absicht? Ist das? Ja. Okay. Bin ich nicht lieb. Pazifist. Ja, mal schauen. Ach so, ich erinnere mich. Sehr gut. I remember. So, und jetzt ist Speichern. Speichern, ja, ich speichere. Speichere auf die Platze 8. Okay. So, und nun ich werde fighte gegen die... Nanu, eine streue ich mit Schild. Ha! Wer sich Ausrüstung leistet, hatte Gold. Ich wusste, warum es hier zu lauern lohnt. An einem dicken Fell wirst du dir die... An meinem dicken Fell wirst du dir die Zähne ausbeißen, Flüchtling. So, erinnerst du dich noch an Rätsel? Du musst erst mit der Pedro. Erinnere ich mich an das Rätsel? Ich glaube, nein. Oh, das wird so bitter jetzt. So kurz davor weiterzukommen und jetzt scheitert es an Lightcatcher. Wie so oft? Okay. Ich bin nicht der Point-and-Click. Gut, es ist ja auch kein Point-and-Click, weil wir ohne Maus spielen, aber allgemein so der Adventure-Rätsel-Typ. Ich habe mir auch bei Zelda schon schwer getan bei einigen Rätseln. Also, naja, wie auch immer. Gut, So, okay, das war irgendwas mit, letztendlich mit einem Ei und dem Nest und irgendwie so. Ich glaube, mit dem Stein ging's los. Nein. Nicht. Oh, du stirbst. Ja, ich starb. Du starbst. Verloren. Dann würde ich sagen, machen wir den Kampf doch erst demnächst mal.
Wenn du sagen, okay, in einverstanden. Okay. Liebes Zuschauer und liebe Freunde von dieser LP. Macht ihr gut, nächste Parte, wir sehen uns wieder und dann bei mir auf dem Kanal. Ja, bei auf die Channel von die Lupus LP. Folge 8. Folge 8. Okay, macht gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.